Capcom. Cymbalgon. Heiße Zombies. Düstere Gänge. Willkommen bei Christian Angel 3000 mit Sabichi 22 LP. Herzlich willkommen. Servus. Hallo. Servus Leute, alles fit bei euch? Stimmt, sonst hätten sie das Video nicht angeklickt. So, meine Damen und Herren, meine lieben Abonnenten, meine Zuschauer und alle anderen, die gerade dieses Video angeklickt haben. Wir spielen Resident Evil Revelation 2 und natürlich, da auch Sabichi 22 LP dabei ist, im Koop. Das kriegt man locker hin. So, gut. Ja, außer wenn ich die ganze Zeit drauf gehe. So, lädt, es lädt. Hippie-Aye, Schweinebagger. Ja, ist abgeschlossen. Bla, 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 bla. Ja, das Spiel kam vor ein paar Tagen raus. Und ja, es ist die erste Episode, schon mal vorab. Und die nächste Episode kommt am 4. März. Und wir, ich und Sabichi 22 LP wollen das jetzt versuchen, bis dorthin durchzuspielen. Jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag ist schon der 4. glaube ich. Nee, oder? Nee, die Mittwoch ist der 4. Da haben wir nur 3 Tage zur Spielzeit. Also, los geht's. So, wir spielen im... Okay, Kampagne. Solange wie du mich immer brav bezahlst. Extra. Das ist die Frage, wie macht man jetzt... Episode auswählen. Machen wir hier... Ja, ich muss mal kurz gucken. Koop, hier, genau. Was? Zeit ist abgelaufen. Drücken Sie um den Controller für den zweiten Spieler. Das geht ja gar nicht. What the fuck, das ist ja ein Fail-Video jetzt. Alter, man kann das ja gar nicht im Koop online zocken. Was ist das für ein Scheiß? Nee, oder? Ist nicht der Ernst. Das ist nicht der Ernst. Toll. Koop-Spiel. Der Zweispieler kooperativ via getrennte Bildschirm spielen. Ist ja schon scheiße. Okay, kann man ja schon wieder abbrechen. Fail. Ja, okay. Ja, das war wieder mal eine Scheißaktion. Herzlich willkommen. Dankeschön, PlayStation Store. Dankeschön ans Hauptmenü. Danke an Resident Evil. Danke an Capcom, die wir das Foto halt verbockt haben. Christian, ja. Wir haben aber noch ein zweites Spiel, was wir machen könnten. Das wäre? DB. Genau, ja, also lass mal das Video einfach mal hier bestehen, es wird ein ganz kurzes Video. Also Leute, ich mache mal ganz kurz das Fazit zu diesem Spiel. Ich habe ja schon mal ein bisschen gespielt. Genau. Ja, aber wir haben uns schon mal gemeldet, das ist schon mal nicht schlecht. Ein kurzes Fazit, Charaktere sehen ein bisschen doof aus. Claire Redfield sieht nicht nach so aus, wie sie eigentlich aussehen soll. Das sieht ein bisschen sehr veraltet aus, also sieht fast schon eine Oma-Style aus. Aber naja, das wollen wir nicht wissen. Sonst ist es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Macht viel Spaß. Ja, sehr schönes Survival-Horror-Game. Kaufempfehlung für jeden Resident Evil-Fan. Auf jeden Fall. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Ich hab's noch nicht mal gespielt, also was soll ich dazu gut sagen? Also, dann darfst du spielen. Ich gebe dir die Spiel frei zum Spielen. Okay, Leute, dann machen wir ein Dragon Ball Session. Ich weiß nicht. Da müssen wir noch gucken, weil wir einen neuen Charakter erstellen müssen bei Dragon Ball. X-Universe. Geht nicht, du musst deinen alten Charakter wieso kann ich keinen neuen erstellen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich meine, da sind doch so viele... Ja, das frage sind so viele Plätze auch frei, aber man kann es nicht machen. Das ist so ein Scheiß. Vielleicht wird das noch freigeschaltet, ich sagen, oder warte so. Ich, bis wir was freigeschaltet haben, oder?
Ja, wann soll das sein? Okay, oder wir machen jetzt so, wir machen jetzt hier einen Schnitt und darauf kommt gleich Dragon Ball mit noch ein paar Runden Kampfszenen halt, so sage ich mal so. Könnt ihr mal gucken, was für Dragon Ball ist. Also es wird jetzt ein Let's Play Together Preview und Show. Yo. Oder so. Alles dann. Okay, also, wenn ihr Resident Evil sehen wollt, ne, könnt ihr Sabiti22 ansprechen. Ich verlinke ihn unten im Kanal. Den könnt ihr anschreiben, wenn ihr gerne Resident Evil Revelation 2 als Let's Play haben wollt. Oder auch mich, mir egal. Also, aber Simon wird es gerne, Sabiti22 wird es gerne auch gerne machen. Könnt ihn gerne auch anschreiben. Er ist auch sehr unterhaltsam. Und Dragon Ball ist einfach ein kleiner Bonus jetzt für euch, weil ja. Na, weil wir eigentlich total verkackt haben, sag ich mal so. Und wir müssen uns sowieso erstmal. Da würde ich dich in die Gruppe, in den Team einladen. Aber das machen wir. Wir treffen uns in Dragon Ball. Also dann geht's an. 3, 2, 1, aus. So, herzlich willkommen bei Dragon Ball X Universe für PS4. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit versucht, jetzt irgendwie reinzukommen, jedes Mal Wartungsarbeiten, geschlossen, Dings, mehrere Minuten verbraucht, bis wir überhaupt reingekommen sind. Ich bin aber jetzt nicht allein, also ja, wir haben ja gerade Resident Evil Revelation 2 versucht, hat ja leider nicht funktioniert, totaler Fail, aber jetzt sind wir jetzt hier und wir spielen Dragon Ball und wir haben es endlich mal geschafft, dass wir reinkommen und wir machen online Parallelquests, dass ihr mal ein bisschen einen kleinen Eindruck erlaubt. Sieht und ja, hallo Sabichi22LP. Hast du dein Headset auf der PS4? Ja. Wirklich? Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, hast du mich schon eingeladen? Hallo? Hallo. Hast du mich eingeladen? Ja. Okay. Dann Einladung. So. Jetzt versuchen wir mal, ob wir unser Glück haben und dann kommen wir auch rein. So. Ja, ist schon was dran. Machen wir deine Party-Einstellung auf Party, nicht auf Spiel. Du hast bei der Party auf Spiel gemacht, statt auf... Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ihr trotzdem gehört habt. Wenn nicht, dann du das gerade schnell umstellen und dann kann er wieder dabei sein. Ich habe gerade mich gewundert, warum ich nicht höre. Hast du umgestellt schon? Ja. Du hörst mich über die ja, okay, du hörst mich ja hier, klar. Okay, alles klar. So, sag mal was. Wow, geht ja schon los. Ja, warte. Ich glaube, wir haben ein kleines technisches Problem. Oh, aha. Na komm her. Ui. Ja, verdammt. So, Tenshin, ja. Tenshin Han ist auch dran. Ich nehm Krillin. Krillin ist down. So,
So. Ich hoffe, dass wir dich hören. So, dann hier durch. So, weil irgendwie höre ich dich nicht über die PS4. Nein. Jo, mach das. Bam. Naja, es kommt Piccolo, toll. Ah, so, hörst du mich jetzt? Ja, jetzt hören wir dich. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen. Jetzt komm mal rüber und hilf mir mal. Ich bleib hier in der Luft hängen, ist okay, ne? Jo. Ah, du. Mike! Das gibt's doch nicht. Das ist ein passiven Hörer, das bin ich gut, du Penner. Okay, Piccolo ist fort. Auch? Schon? Nein, fast. Der wollte nicht putt gehen. Ja. Back. Oh, das war total daneben. Au! Ja, ich bin mit in die Attacke reingesprungen. Oh, schön. Bam! Ich auch noch gleich hinterher. Boom. Der wird jetzt etwas härter. Der ist ein bisschen härter. Der geht voll mit 12. Oh, daneben. Ich hab den vierfachen Super Saiyajin, falls man das sieht. Ja, haben wir gesehen schon. Ich habe nicht an Eisen noch. Nö. Meine traut sich nicht. Aber mit dem verdiene ich trotzdem XP-Punkte. Oh. Weil ich den immer benutze. Ultimate Finish. Yeah. Ja, so, jo, meine Damen und Herren, ja, es war ein schneller Einstieg, ja, so, Pegos Topana, habe ich schon alles, Level 1, ja, 6 Minuten, schön, ne, so, also. Dann machen wir jetzt mit Rang 2 Viper, Rang 2 ist schwerer. Jo, mach das. Was hat... Ah ja, okay, also herzlich willkommen bei Dragon Ball. Nochmal, glaube ich. Habe ich das schon gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ja, habe ich schon. Ja, genau. Habe ich auch schon erwähnt in dem Video, dass wir hier Probleme hatten online? Ich habe gerade keinen Plan, ey. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ja, ich tue einfach ganz schnell wiederholen. Wir hatten Serverprobleme, Wartungsarbeiten sind momentan und wir können kein richtiges Video machen. Und hier haben wir jetzt voll überschlossen. Wir haben endlich ein Spiel rein und wir können jetzt Parallelquests miteinander machen, online so, und das ist richtig geil. Und deswegen sage ich, wow, so ganz schnell so, dann machst du schon mal eine Lobby auf, dass wir schnell weitermachen können, sonst würde ich wieder rausfliegen. Das ist auch nicht so gut. Das, also müssen wir jetzt ganz schnell spielen. Also das, los geht's. Nee, Scherz. Ja, also, ja, Dragon Ball X Universe online momentan. So, jetzt kommt ein Epikampf dran. Okay. Der wird diesmal etwas härter. Und diesmal werde ich trotzdem nicht meinen nehmen. Weil mit dem Charakter werde ich nämlich noch platt gemacht. Aha. Winke. Diese Gegner sind so... Weiß ich nicht. Was waren die nochmal für ein Level? 14 oder so waren die? Und mein Charakter ist gerade Level 9. Ja, die ist noch jung. Ja, ja. Die darf sich noch nicht einmischen. Okay. Los! Jetzt mach! Was denn? Hast du rausgeschickt? Ja, schon längst. Ach so, sag doch was.
Und die zweite Fehl. Ja, wow. Nach Resident Evil wird es immer schöner, immer toller. Und verbindet. 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 Yeah. Verbindet. Yeah. Und binden. Und starten. Bereit. Allzeit bereit. Für ein wenig Herrlichkeit. Das ist mein Charakter, Stufe 21. Den werde ich natürlich nicht nehmen, meinen eigenen. Ich werde meinen Zweitlieblingscharakter nehmen. Lasst euch überraschen, wer das ist. Ja, wir wollten eigentlich, ja, ganz kurze Info eigentlich, ne? Wir wollten eigentlich zusammen gleichzeitig anfangen. Aber, also allerdings mit Null anfangen, aber leider können wir keinen eigenen Charakter nochmal neu erstellen. Das ist irgendwie scheiße, wo eigentlich so viele Plätze frei sind. Und hier jetzt geht's los, eine die härtere Mission. So. Ich bin nämlich Fujita. Aua! Jetzt nervt nicht. Ja, ich hab mal den Blutzeichen für Vegeta genommen. Nimmst du machst die Pflanzen oder wie? Ja, ich bin gerade die Pflanzen am Stoppen. Achso, okay. Ja. Aber. Hallo! Die Pflanze darf kein Blumen plätzen. Ey! Hau ab! Die Pflanze! Das sieht ein bisschen albern aus! Wow, das ist ein geiler Kombo! Du hast ihn aufgehalten, konnte mal eine andere, andere Version machen. Warte mal, geil. Ach, Vegeta gegen Vegeta jetzt. Aha, okay. Der Clone Wars, ne? Na klar! Hui! Mann! Würden die nicht immer aneinander vorbeifliegen? Hui! Ey, das war nicht nett, Vegeta. Hey! Der hat einen Abflug gemacht. Okay, der ist down. So, wo müssen wir hin? Da, da. Ja, wir haben noch eine Pflanze hier, die wir noch platt machen müssen. Ich sag mal, Schönheit vor Alter. Okay, fertig. Jo, sag doch. So, hier hoch zur Ödnis. Du kannst ja Herr Christine Angel. Ja. Sie können dann nachher auch mal einen Raum erstellen, wenn sie wollen. Ja, klar. Ich hab vergessen, den Teleporter zu benutzen. Ja! Das ist episch! Ich bin Knapper! Ja, ich auch! Ja, klar! Ein sehr komisches Fall! Aua! Doppelkick! Doppelkick, genau! Kann oh, nein! Wo hast du das Samurai-Schwert eigentlich her? Gekauft. 7000. Ach, da geht's. Voll in die Fresse. Von hinten. Bam, bam. Mann hoch. Weil der hat super funktioniert, der Megadrück. Oh, jetzt hab ich auch irgendwie mal die Pflanze getroffen. Ah ja, besser als gar nicht.
komm her, du Sack. Du Sack, ich bin nicht. Nein! Er schmeißt die Sau mich weg! Aua! Scheiße, ich hab doch keine Energiepillen dabei. Okay, der ist down. Toll. Und wieder zurück. In die Ödnis. Hui! Hui! Genau. Hui, hui! Merry Christmas! 14 Minuten! Buba. Jetzt müssen wir rüber. Auf das andere. In die Stadt. Da war der nächste Gegner. Das ist eigentlich mein Lieblingslevel, die Stadt. Ah nee, da kannst du gut Gebäude schrotten. Na nee, das ist doch nicht die Stadt. Das ist Kapsel, allerdings Landekapsel. Ja, da ist Raditz. Ich bin noch gar nicht durch. Lass mir gerade was falsch. Ich hab noch so Marken gerade gefunden. Nicht Macken, sondern Marken. Hey, Visita! Hey, Visita! Bam! Er wird... Hey, toll. Ja, okay, so. Dieses dämliche Ziel. Bam! Und nach unten. Nein, schon wieder daneben. Wow. Aua. Ich bin paralysiert. So, ist K.O. Dead. Oh, schade. So, wieder zurück. Wusch, wusch. Bam, bam. So. Zack, zack. So, der Endkampf. Schaffen wir den zu zweit. Komm her, aber ich kaum Energie habe. Ein neuer Feind. Du hast auch auf Japanisch? Ja. Gut. Du da. Atata, du da. Aua. Ja toll, die bringen ja gar nichts bei dem. Na komm, ja. So, jetzt. Schlag ihn. Dazu. Na. Er haut wieder aus. Vorsicht. Daneben. Komm noch einmal. Bam. KO. Finisher. Und noch ein Gegner. Ach du Scheiße. Okay. Ah. Okay, da war ich noch nie drin. Cool, das ist ja zum ersten Mal. Ab dahinter. Folgen Sie mir unauffällig. Ja. Wenn ich mal wissen, wo du bist. Mein Name. Ich war noch mit... Genau. Nui, da bin ich. Hier rein. Also, für mich was ganz Neues jetzt. Ich brauche noch gar nicht. Oh. Was erwartet uns hier? Oh. What the hell? Kenne ich gar nicht. Hab ich willst du sehen? Die zwei haben Faustblick hinter den Ohren. Nein. Verdammt, kannst du mich heilen oder so? Ich stehe auf dem Boden. Ja, wenn ich jetzt nicht selber drauf gehe. Aber du bist auch bald tot, hä? Und Ende.
Da. Geschafft. Trotzdem. Tja, das war's dann wohl. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Muss sagen, dann machen wir jetzt mal hier Schnitt fürs nächste Video vielleicht oder so. Mal schauen, ob wir Lust und Laune haben. Dann verabschiede ich mich. Mein Name ist Christian Angel 3000 und das war Sabitchi 22 LP, ne? Yep. Liken und kommentieren und beim Sabitchi 22 LP auch mal vorbeischauen. Also dann. Ja, tut mir uns leid, auch erstmal dafür noch schnell, dass halt Resident Evil Revelation 2 nicht funktioniert hat und bei Dragon Ball ein bisschen kompliziert war und nicht gerade viel ist, aber wenigstens etwas und ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen. Wie ich das Video benenne, das wird echt nur eine komplizierte Sache. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal.